Na, na, hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile, Sacrifice of Val. Ich habe kurz ein Level gemacht. Ich habe nämlich Magic Fang, also einen Run gemacht von Brutus. Das ist der erste Hälfte Akt 1 Boss, also. Und bis zur Spinne. Und eigentlich das Amulett wäre noch nice mit dem Cast Speed, aber ist zu schwach. Nehmen wir nicht mit. Sonst haben wir eigentlich nichts hier. Instant Recovery Tea brauchen wir bei Mana nicht. So und verkaufen. Zu schwach. Ja. Cold Snap und die Whirling Plates. Muss ich schauen, ob ich die habe. Ah, hier haben wir einen Orb of Scouring, den brauchen wir später zum Gems runterstufen. Also ein Level weniger machen. Und wir nehmen eins von denen raus. So. Die legen wir hier hin. In dieses Fach, damit die anderen es auch rausnehmen können. Weil ich Offizier bin, kann ich da Sachen rausnehmen. Aber es ist nichts Gescheites drin. Das sollte ich dann mal das reintun für die Gilde, aber es kommt leider momentan nicht viel und ich muss hier schauen. Whirling Blades haben wir sicher irgendwo schon. Hier, ja, dann brauchen wir das nicht. Und Cold Snap. Val Cold Snap. Auch nicht, oder? Können wir hier hin tun. Das haben wir doch mal, die Wahlgems hier rechts unten. Okay. Lightning Penetration leider nicht das, was wir brauchen. Wir brauchen Cold oder Ice Penetration. Ob wir neue Items tragen können mit diesem Level? Wahrscheinlich nicht. Da ist immer noch viel besser. Ja. Das ist Feuer Damage, das brauchen wir nicht. Wir könnten eigentlich diese Handschuhe nehmen, da haben wir mehr Spell Damage, aber so viel weniger Cast Speed und die Frostnoe ist schon langsam genug, dann nehmen wir die nicht. Also wir brauchen sie mal dringend, also wir brauchen den Damage dringend, aber den staten wir ja. Also damit ist es völlig unnötig. So, ich zeige euch kurz den Skill Tree, da habe ich eigentlich nur diesen Punkt gemacht. Ich habe jetzt doch dieses Bluttier angepeilt, bevor ich hier runter gehe, weil ich schon recht viel Crit-Chance habe mit Glacial Kaskade. Nämlich 13,7%, also da könnten wir schon ein bisschen ausbauen. Hier haben wir 11,4%, auch gut. So, jetzt haben wir das letzte Mal diese Richtung gemacht, jetzt machen wir die andere Richtung, dazu müssen wir hier raus. Genau. So, hier gibt es vor allem zähe Gegner, da könnt ihr nicht durchrennen, es ist nicht so gewinnbringend hier rumzulaufen. Da wir so einen guten Bosskiller haben, Spell, also Glacial Kaskade, können wir kurz den weißen Bär machen, der da in einer Höhle ist in diesem Reich, in diesem, auf dieser Map. So, der. Und wo haben wir es denn? Ja, die ist wahrscheinlich am Ende, anderen Ende, also kenne ich mich nicht aus. Da habe ich die Quest eigentlich nie gemacht. Weil da bekommt man so einen Scheißgürtel, also die Auswahl zwischen drei Gürtel, entweder für Magier, für Bogenschützen, also für Leben oder für Stärke, also Intelligenz, Lebensstärke. Und das nützt irgendwie überhaupt nichts, man hat immer wieder bessere, man hat sogar bessere, also die Chance hat man schon auf gute Gürtel, aber die ist so gering und man hat bessere Gürtel dann, wenn man die Quest eigentlich abschließt. Bleibt noch ein bisschen auf dieser Ebene. Hier gibt es einen
Da ist es schon. Der Gneis. Der rollt und rollt und rollt herum. Mach's mal. Roll dich mal ein bisschen herum. Komm schon. Ja, roll dich rum. Ey. Er macht halt nicht so viel Schaden auf ein Monster, aber für mehrere Monster kann man den Wahl-Arc schon einsetzen. So, einen Bogen brauchen wir nicht. Also dann war es das hier. Ist halt einfach eine Straße und ein bisschen Nebengebiet, mehr ist das nicht. Und wir versinken in der Höhle. Ein nicer Bug. Diese Höhle ist sehr verzweigt, gibt immer wieder mehrere Wege. Und ja, dann müsst ihr halt ein bisschen Glück haben oder euch auskennen. Es ist meistens immer der Eingang, der richtige, der am weitesten weg ist von der Ausgangssituation. Also ich habe jetzt den hinteren genommen. Man muss ja links herum gehen. Und dann schafft man das schon. So. Ich werde so richtig MF. Oh cool, schon wieder Gloves. Oh, ich hasse Gloves. Wir haben doch Gloves schon gefunden. Oder habe ich das alleine gefunden? Vor allem, es lohnt sich jetzt noch nicht MF zu machen. Nehmt einfach einen Charakter, der richtig gut durchkommt durch den ersten Schwierigkeitsgrad und macht dann Cruel Dirans. Ist viel besser. Und wir haben natürlich die gefunden. Die habe ich schon viermal gefunden. Andere Items habe ich noch nie gefunden, aber die viermal gefunden. Ich habe noch sehr wenige Unix gefunden. Das ist sehr, sehr, sehr selten in diesem Spiel. Aber auch lohnenswert. Und wir haben mal 2 Unique-Bosses. Oh, wird das nicht ein bisschen schwer für uns? Ein Wal in diesem Gebiet. Okay, hoffentlich bekommen wir einen neuen Wal-Game, den wir noch nicht gesehen haben. Oh ja. Die bekommen immer Frenzy Games, Chains über. Nicht gut. Was ist denn hier oben? Geht's hier weiter? Ah, das sind jetzt so 2 Split-Durchgänge. Also auf 2 Richtungen, weil es ja jetzt 2 Wahlbosses gibt. Und nur ein Wahlgame. Oder hat es 2 Games? Ich hoffe, es sind 2 Games. Und ich sehe 2 Spinnen. Die extrem stark sind. Oh Gott, die nerven jetzt schon. Aha, diese 2 sind zusammen. Hey, ich habe wieder mal ein Unique gefunden. Wie geil ist denn das? Ja, dann gehen die doch trotzdem direkt hier runter. Das Live bringt's nicht. Ich müsste so schnell wie möglich eigentlich zu dem Live kommen hier. Hier rüber, hier runter. Ab dann müsste man die 2 wieder rausnehmen. Ach komm, wir überleben das schon. Wir gehen hier hin. Dann hier hin. Ja. Und dann hier runter. Wegen diesen 4 neuen... Oh, wir sterben, wir sterben. Shit. Die gehen ab. Das ist nicht normal. Mit diesen Frenzy Chains. Das ist schon heftig. Die waren ja schon, die Spinne war ja schon vorher extrem stark ohne diese Spezialvariante in der Spinnenhöhle. Jetzt ist sie hier mit einer Spezialvariante. Oh Gott, oh. Quill brauchen wir auch nicht, leider. Also. Spark, Wal, Spark. Muss ich kurz lesen.
kontinuierlich werden Projektile, also Spark-Projektile, geschossen in alle, auf alle Seiten. Das ist doch mal was für den Ding ersetzen. In Incarnate. Jetzt nehmen wir die natürlich hier. So. Dann können wir hier Glät nehmen und hier Valak. So. Probieren wir es gleich mal aus, wenn es voll hochgeladen ist. Das müsste ja geil sein, also. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Sparks es sind, aber es sind wahrscheinlich heftig viele. Okay, hier leider nicht mehr. Hier ist Sackgasse. Und wir haben einen Wildspark zum Upgraden. Das geht extrem schnell auf Level 1. So, run, baby, run. Okay, dann gehen wir dort unten rechts entlang. Ich habe in letzter Zeit viele Anfragen von Supporter und wie sagt man dem Leute, die halt einen bezahlen und bekommen, und extrem viele sind einfach nur noobisch, also die geben eigentlich nie Geld, fast nie Geld, oder manche haben zu hohe Verpflichtungen. Ich werde niemand kein Ding brauchen, Finanzierer, und werde niemand natürlich nicht annehmen. Auch ist es manchmal blöd, dass man dann plötzlich noch einen Namen vor dran haben muss. Zum Beispiel bei TGN, da habe ich auch schon eine Anfrage bekommen, muss man vor der dran dann TGN heißen. Und dann bekommt man noch einen YouTube-Sonderposten und so. Nee, danke schön. Das mache ich nicht. Ich bin unabhängig. Ich möchte keinen Finanzierer, keine Leute haben, die mich irgendwie verändern, verschlechtern schon fast. Oder ihn einfach missbrauchen. Ich habe einen Sponsor und das ist der FC Basel. Bald. Und das reicht mir. Ich bin uns über YouTube überhaupt kein Geld verdienen. Dann habe ich auch die Werbung ausgemacht. Too much closer. Scheiße. Scheißiger. Noch scheißiger. Noch scheißiger. Überhaupt völliger Schrott. Schade. Das ist Kacke. Schmeißen wir das raus, fertig. Den nehmen wir mit. Rausschmeißen, rausschmeißen, rausschmeißen. So. Und Basketrapier brauchen wir sowieso nicht. So einzelne Gegner einfach mit dem Glaskaskade jetzt schon richtig einheizen. Wird natürlich noch viel stärker. Und mehrere Gegner. So wie jetzt. Mit dem Ice Nova. Ihr könnt auch einmal Ice Nova machen und damit Glas in der Kaskade Ding. Und da braucht ihr ein bisschen Cold Duration oder so. Weil die werden schnell wieder entfroren. So, irgendwie bin ich komplett den falschen Weg gegangen. Wahrscheinlich hier unten. Es gibt noch einen zweiten Ausgang, aber da führt immer am Anfang des Levels hin. Da rechts, okay, dann halt dort rechts. Ah, jetzt können wir dann Spark einsetzen. Weil Spark, um richtig zu sein. Aber nicht hier beim weißen Bären. Ist er das? Nein. Ist er noch nicht. Der müsste größer sein. Ist auch nicht hier. Wo ist er denn? Diese Map ist einfach nur gigantisch groß. Dort drin.
Aha. Inmitten des Levels, das schaut man nie nach. Also dort oben, links. Okay. Schauen wir zuerst hier entlang. Ich sehe, höre ich irgendwo ein Golem. Oh, hier. So. Ja, hier ist nix. Ja, wieder Ding. Also OOS geht der Befehl. Ja, ich bin an falschen Ort gewesen. Das ist also Desync-Probleme. Irgendwie in dieser Höhe, das weiß ich noch, früher habe ich immer MF-Runs gemacht, weil immer beim ersten Mal, wo ich mit einem Charakter hier reingekommen bin, gab es einen Game, nicht ein Game, ein Unique. Ab dann, wiederholtes Run, gab es nie was. Und darum habe ich früher immer so richtig viele Charakter gemacht, weil ich natürlich... Ja, man sieht es nicht so gut, aber jetzt sieht man es gut. Ist nicht stark leider noch. Weil ich eben auch Gems gesammelt habe von den Quests. Und ja, mein erster Charakter war dann ein Ranger, der extrem schwach war, der auf Elementarschaden basierte, aber dann zu wenig Mana hatte, um eine Schadens... also eine Elementarschadens-Aura anzuhaben und... ja, falsch geskillt und so Sachen. Also nicht ganz falsch gesehen, aber nicht so effizient geskillt, dass er überlebensfähig im dritten Akt wäre. Also am Schluss vom dritten Akt hat er einfach nichts ausgehalten, weil er dann natürlich nicht defensiv war, er war offensiv. Und seitdem spiele ich immer ein bisschen defensiver, aber auch, wie man irgendwie in den Formen immer sieht, Charakter, die gar nicht zu sterben können, weil die extrem defensiv gestattet sind. So 100% Ausweichchance haben oder sonst irgendwas. Die können eigentlich nur durch Reflekt sterben. Und, ja, wieso als Spieler so defensiv sein wollen? Also ich will immer offensiv sein. Ich mag es, wenn ich schnell Gegner killen kann. Das ist dann mehr Action und mehr Spaß. Und mehr Risiko. Ab jedem das eine, also ich will jetzt denen nichts falsch sagen, aber eben, wieso machen sie es? Wieso haben sie so Spaß daran, so ein leichtes Spiel zu haben? Ich will das Spiel noch genießen können. Noch ein bisschen Stress verspüren oder so. Ja, ein stressfreies Leben ist auch nicht ein schönes Leben. Ein bisschen Stress braucht der Mensch. Und... ja. Leute, die schießen mit Explosionspfeilen. Oh, noch ein dreifach roten Helm. Ja, dreifach gelinktes rote Sockel. Sehr schön. Wenn er dann auch stark ist, werden wir dann... wenn wir dann mal so einen nehmen bei einem anderen Charakter, weil bei ihr nützt das nicht viel. Sie setzt nicht so viele rote Gems ein. 150 Mal. Okay. Ja, wollen wir schon hier rein? Ja, ja, wir gehen schon rein. Dann machen wir den Tempel danach. Also die... ja, es ist nicht ein Tempel, es ist eine Kirche. Genau. So. Ja, er stirbt. Genau so. Sehr schön. Und...
Wenn es so ausschaut, hat irgendwie Glacier-Kass hat irgendwas Perverses. Aber, pssst. Too much Klasse. Der verrorene Sperma. Oh. Jetzt hab ich's gesagt. Und schon der Gang nach unten. Nein. Zept brauchen wir eigentlich nicht, aber können wir ja mal anschauen. Schrott. Schrott. Ach, diese Rüstungen sind immer Schrott, die grauen Rüstungen. Zu schwach. Leider auch schwach. Und drei Sockel brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich brauche eher vier oder fünf Sockel. Das gelingt. Das auch nicht. Schade. Da die nicht so viel zum Verkauf Ding und wir eigentlich schon genug Shards haben für die Alchemie, also Alchemie-Shards, verkaufe ich eigentlich die Items gar nicht mehr. Da spare ich lieber die roten Scrolls noch für die Unix auf und so. Weil ich nicht gerne solche Sachen umtausche. Und die roten Scrolls, wenn man sie braucht, natürlich nie droppen. Und das ist ein Blockierspell. Silence, ja. Silence, I kill you. Der Ahmed, der tote Terrorist. Den habe ich auf Deutsch gesehen. Ich weiß nicht, ob es übersetzt war. Aber den habe ich auf Deutsch gesehen. Und ich finde die deutsche Version sogar ein bisschen besser. Weil sie, naja, ein bisschen besser betont wird und so. Also er selber betont leider nicht so gut. Und weil ja im Englischen halt sehr viel abgekürzt wird, kommt das halt nicht so zur Geltung. Aber manche denken, sagen, Deutsch ist eine bessere Sprache und manche denken, Englisch ist eine bessere Sprache, aber ja, ich finde für eine Weltsprache wäre Deutschland Deutsch natürlich besser. Auch wenn sie schwer zum... Ach komm ey, lauf ich einfach durch, die machen sowieso keinen Schaden. Weil Deutsch, ja, halt viel verständlicher ist, weil es halt mehr Ding hat. Zum Beispiel ein paar Sachen, zum Beispiel Cock sagt, da meinen die meisten wahrscheinlich etwas nicht Perverses, aber viele andere denken dann, es ist irgendwas Perverses. Tja. Und immer diese zweideutigen Wörter im Englischen, das ist nicht so gut gedacht. Ich hoffe, das könnte man mal ändern oder so. Natürlich nicht sofort, aber... Deutschland an die Macht. Das Nazi-Regime blüht wieder auf. Nein, Scherz. Deutschland heißt ja nicht Nazi. Nein, es wird sowieso die Schweiz an die Macht kommen. Um genau zu sein, Basel. Das wird das mächtigste, die mächtigste Stadt auf dieser Welt. Es wird sowas von groß werden. Schön. Und nicht so gigantisch wie Sydney. Nicht Sydney. Shanghai oder Tokio. Die sind zu gigantisch. Wir machen unterirdische Gärten und alles mögliche. Dann hat jeder einen Garten im Keller. Dann können wir Platz sparen und effizient bauen. Zusammen. Und können dann sogar noch was gegen den Smog machen. Aber das kostet natürlich Geld, aber die Schweiz hat ja sehr viel Geld. Da wird das schon mal irgendwann kommen. Aber ich denke einfach, die Schweiz wird wahrscheinlich den anderen Ländern immer ein großer Schritt voraus sein und irgendwann werden natürlich viele Menschen das dann auch wollen,
sie in die Schweiz kommen können oder so. Da haben wir jetzt schon mal einen Riegel vorgeschoben, aber natürlich könnt ihr immer noch kommen. Aber das ist alles Wunschgedenke und nicht sehr realistisch. Aber mal schauen. Vielleicht verstehen die Menschen endlich, dass man keinen Krieg machen muss. Wenn sie die Schweiz sehen, wie sie stark wird, wie sie aufblüht. Und ich hoffe, Deutschland hat dann auch etwas zu profitieren. Und Österreich. Und Luxemburg und Liechtenstein. Noch Südtirol, wo sie Deutsch reden. Weil die Sprache verbindet, das sieht man immer wieder in Russland oder so. Wenn die Ukrainer Russisch sprechen, dann sind sie für Russland. Wenn sie nicht Russisch sprechen, sind sie für Ukraine. Also für sich selber, für also nationale Dinge. Und Bandensprachen auch.